Die SV Ried behält in der zweiten Liga weiterhin die weiße Weste und hält nach 3 Spielen bei 7 Punkten. Die Inviertler konnten am Samstag das Nachtragsspiel beim Kapfenberger SV mit 2:1 für sich entscheiden. Aufgrund starker Regenfälle und Unbespielbarkeit des Platzes hatte die eigentlich für Freitag angesetzte Partie abgesagt werden müssen. Am Samstagmittag lachte dann wieder die Sonne über Kapfenberg und zunächst auch für die Hausherren. Der KSV, der seine ersten beiden Spiele siegreich gestaltet hatte, ging auch gegen die Wikinger plangemäß in Führung. Routinier David Zenka traf in der 52. Minute zum 1:0. Wiesmeier reichen 12 Minuten war da bereits den dritten Erfolg in Serie auf die Falken zukommen sah, hatte die Rechnung allerdings ohne Julian Wiesmeier gemacht. Der 25-Jährige, der nach einem überstandenen Rippenbruch erstmals in dieser Saison im Rieder Kader stand, wurde in der 55. Minute von Coach Thomas Weißenböck aufs Feld geschickt und drehte die Begegnung nur wenig später. Seine Tore in den Minuten 64 und 67, jeweils nach Vorarbeit von Thomas Meyer, besorgten innerhalb kürzester Zeit den Endstand zum 2:1 aus Riedersicht 2. Liga 3. Spieltag die Begegnung in Heimauswärtsergebnis, Termin FC Liefering Young Violet 3:0 SK Amstetten SV Lafnitz 1:1 SV Horn Austria Lustenau 0:3 Kapfenberger SV SV Ried 1:2 Wacker Innsbruck IBW Linz 14:30 Uhr WSG Wattens Austria Klagenfurt so 20:00 Uhr Vorwärts Steyr SCWR Neustadt so 10:30 FC Juniors OÖ Fotschow 17 Uhr Werbung